Ich überlege gerade, wie wir das noch mal, ob wir das irgendwie noch lösen können. Das ist natürlich auch grenzdämlich hier oben, ne? Ich muss ab und zu mal Wasser ins andere System geben. Damit die wenigstens eine Chance haben, weißt du? Okay, stopp. Stopp, Leute. Wir müssen hier an der Stelle tatsächlich umdisponieren. Wir brauchen eine weitere Wasseraufbereitung. Natürlich mindestens eine. Ich tendiere eher gerade zu zwei tatsächlich. Wir bauen unser neues Wasserbehandlungszentrum. Das WBZ wird jetzt demnächst eröffnet werden. Das wird unsere Wasserproblematiken hier tatsächlich vielleicht sogar lösen. Wir werden aber mehr Wasser brauchen in der Geschichte. Das bedeutet, wir werden Wasserbrunnen brauchen. Natürlich große Wasserbrunnen. Die brauchen wiederum Arbeitskräfte. Auch das ist uns bewusst. Frage ist nur, müsste der nicht eigentlich bei den Brunnen anzeigen, wie viel die produzieren? Hier. Er zeigt das an, okay. Aber hier oben bringt das uns nichts. Weil die Wasser, die Leute kommen nur da hoch. Die laufen bis da hoch sogar. Das können die jetzt gerade machen, aber dann war es das halt, ne? Und es ist auch tatsächlich nur dieses eine Haus, was das macht. Ich meine, die Frage, die sich stellt, es liegt halt alles voll am Hang, ne? Ich meine, was wir auch machen könnten, ist hier drüben mal schauen, ob wir da noch Wasseraufbereitung hinbekommen. Das ist nicht perfekt, aber immerhin, ne? Und die können da bestimmt hinlaufen. Wir müssten halt die Quellen erhöhen. Und das aber in die fußläufige Nähe tatsächlich hindeichseln, dass da auch die Leute dann hinkommen zum Arbeiten. Wegstrecke ist mir da in dem Fall tatsächlich eigentlich egal, ne? Ich ziehe auch durch die halbe City Wasserrohre durch. Das macht mir gar nichts gerade. Okay.
Dann werden wir Folgendes machen. Wir haben jetzt hier ganz, ganz viel davon gebaut. Wir werden hinter jedem Brunnen einen großen Wasserspeicher bauen. Wie viel Wassertank passt denn hier überall rein? 500 Kubik, wie viel passt hier rein? Wissen wir das? Moment, das ist eine Pumpe, ne? 300, ne, das sind schon die großen, die Dinger. Okay, wir brauchen also so eine Pumpe. Damit das in so ein Reservoir reingeht. So. Und dann muss danach nochmal eine Pumpe hin. Das können wir aber hier oben dann durchpumpen tatsächlich. Dann können wir hier jetzt nochmal planen, wie viel Pumpen hier eigentlich brauchen. Reingehend. Und die alte Wassergeschichte, die müssen wir dann halt auch komplett nochmal überarbeiten. Das ist noch ein kompletter Rework, der da fällig wird. Ja. So, die gehen dann quasi hier so raus. Das ist jetzt der. Ich mach den mal mittig schnell. Gehen wir mit dem hier weiter. Warum kann ich den nicht anschließen? So. Jetzt ab. So, das ist die erste Anschlussgeschichte. Mit dem Wasser, was hier produziert wird, müssen wir natürlich dann auch schauen, dass wir das dann nochmal in Wasserreservoirs reinpumpen. Es wird hier ein bisschen eng alles, ne? Ich habe auch kein Problem damit, das hier hinten nochmal weiterzuführen. Und hier eine kleine Verteilegeschichte zu machen. Weil warum nicht, ne? Kriegen wir das Wasserproblem im Griff als Umfrage? Das ist Blackwing, das Ding ist, das ist halt eine großes Fragezeichen. Mit so einer Umfrage wirst du da kaum einen gemeinsamen Nenner finden. Das liegt einfach an der Fragestellung, weil der eine sagt dann, ja, das ist im Griff, weil halt die Leute nicht mehr draufgehen. Der andere sagt, weißt du, wie ich meine? Das ist ein bisschen, ja. Das musst du vielleicht noch ein bisschen näher definieren. Das wäre schön.
mache jetzt hier gerade mal ein bisschen mehr Platz auch auf all das. Reicht dafür ein Stream? Burns, das Ding ist, so wie wir das jetzt gerade machen, sage ich vielleicht sogar ja. Weil diese ganzen Wasserdinger, das ist, schaut nach unglaublich viel jetzt gerade aus. Aber das geht eigentlich. Das baut sich relativ schnell auf. So. Dann, wenn wir hier eine Straße brauchen. Gut. So, also jetzt lassen wir mal in den Untergrund gucken. Wir haben jetzt hier Pumpen, die fehlen. Also wir brauchen einmal drei Pumpen rausgehender Natur. Eins. Zwei, drei. Drei Pumpen, die rausgehen. Dann geht das alles in Wasserspeicher rein. Eins. Zwei. Drei. Das sind die... Von jedem Wasserbehandlungsdings ist das quasi einmal das Teil. Für die Wasserbehandlungszentren werden wir auch irgendwas wie einen Bus brauchen, ne? Also das wird nicht anders gehen. So. Gut, dann machen wir jetzt erstmal die Anschlussgeschichte hier weiter. Das bedeutet, wir gehen jetzt mal mit der Wasser-Outsourcing-Geschichte raus. Das heißt, wir machen das einmal zum Beispiel so. So. Gut, das ist einmal die Geschichte hier. Dann haben wir jetzt hier rausgehenden, dann müssen wir aber den zuerst nehmen, und zwar den oberen. So, dann gehen wir mit dem nächsten weiterhin. Sagt er, hier ist Gebäude im Weg? Das ist doch überhaupt kein... Hier ist nichts. Ich komme hier nicht raus, weil es zu eng ist, oder was? Ja gut, dann machen wir den anderen zuerst. Angeschlossen? So. Da haben wir das gleiche Problem wie gerade eben schon wieder. So. Damit ist das angeschlossen. Jetzt brauchen wir nur noch den letzten. Dann kriegen wir das auch hin. So, dann können wir uns jetzt gleich mal überlegen, wie wir das mit dem machen. Und zwar, wir gehen jetzt hier raus. Mit dem können wir gerade rausgehen, das macht überhaupt gar nichts. Das bedeutet, warte mal, das sind Pumpen. Ja, okay. Alles klar. Okay, okay, okay. So. Ich kann... Wir brauchen aber mehr Tanks. Die Tankkapazität reicht hier nicht aus. Ich würde gerne drei Tanks für drei Pumpen haben. Das wäre schick.
Das wäre sehr schick. Das heißt, wir brauchen hier ein bisschen mehr Platz. Nicht ganz so viel. Wie gesagt, wir müssen das alles immer so durchdenken. Da kommen noch 3000 Leute extra mit dem Zwergtower, ne? Die wohnen ja jetzt noch aktuell nicht drin. So, da haben wir das nochmal. Das ist jetzt die ganze Wassergeschichte. Dann überlegen wir uns das mal weiter. Also, pass auf. Die drei gehen jetzt hier raus. Daran folgen dann die drei. Und an die folgen dann hier mehr oder weniger die drei. Da fehlt ein bisschen die Luft hier. Einwohner steigen langsam, das ist eine ganz großartige Nachricht. Müssen wir das wirklich so ein bisschen rauslegen, damit das funktioniert? Und dann geht das auch. Schaut jetzt nicht ganz so clean aus, aber es geht. Für den Moment ist okay. So, jetzt geht der Strang geht jetzt hier nach oben durch. Der ist quasi für den dritten Abschnitt zuständig. Der Strang ist für den zweiten Abschnitt zuständig. Und die allerersten gehen quasi unten in den letzten rein. Ist ein bisschen eine größere Geschichte, als wir bisher haben, ne? Und ein bisschen sauberer vielleicht sogar. So. Ihr könnt ja mal kurz eure Ideen, Gedanken natürlich auch in den Chat posten, ob das jetzt eine bessere Möglichkeit ist, mit Wasser umzugehen. Meint ihr, das könnte so ein bisschen unser Problem lösen? Anime-Fan, einen wunderhübschen guten Abend. Hi. So, hier oben müssen wir dann in die nächsten Pumpen reingehen.
Es baut sich natürlich alles viel einfacher, wenn du auch Geld dafür hast, ne? Das könnte helfen, ja. So. Ganz schön viel Spaghetti. Ach Quatsch. Das sah doch gut aus. So. Jetzt müssen wir nur noch den letzten Abschnitt hier bauen. Da fehlt nämlich noch eine Wasseraufbereitung hier. Eine, wo wir auch tatsächlich rauskommen. Und das müsste jetzt hier der Fall sein. Nee, das wird knapp, ey. Echt jetzt, wir kommen hier nicht raus, oder was? Reicht immer noch nicht aus. Dann auf ein neues. Was macht er denn hier? Warte mal, hier ist ein bisschen durcheinander. Das funktioniert noch, aber das schaut ein bisschen wild aus an der Stelle. Hier klappt es auch noch nicht ganz. Schauen wir mal gleich. Da fehlen noch mehrere Straßenanschlüsse. Also mit Straßenanschlüssen, da habe ich es jetzt gerade noch nicht so, ne? Da fehlt noch die ganze Grundanschlussgeschichte, fehlt ja auch noch. Das ist jetzt die Weiterverarbeitung, aber wir haben ja noch gar keine Brunnen, wo das reingeht. Ja, das fehlt ja alles noch. Von daher, das ist jetzt, wir bauen hier, haben wir gerade mal die erste Grundgeschichte eines Brunnens, dass das hier überhaupt funktionieren könnte. Und jetzt muss das Ganze hier hinten noch in weitere... muss das hier hinten noch in weitere 3 Pumpen reingehen, damit wir das dann in die Stadt wieder rauspumpen können. Das ist die Idee dahinter. Das machen wir jetzt quasi hier unten auf der anderen Seite. So, jetzt brauchen wir ja das Zeug hier.
Das ist das. Das ist jetzt der neue Straßen- oder der neue Bereich, der in die Straßen rausführt. So. Und da machen wir das jetzt quasi, da geht jetzt der ganze Plunder rein. Das variiert auch hier ein bisschen, das ist okay. Das heißt, wir gehen jetzt hier mal bis hierhin. Das ist 2. Das ist 3. Das ist der vordere. Dann haben wir jetzt hier den da. Der geht nur bis da. Grob zumindest. Ihr müsst mir jetzt ganz kurz eine Minute Zeit geben. Ich bin gerade ein bisschen getunnelt. Weil ich tatsächlich mich nicht verbauen will hier an der Stelle. Ja, das war nix. Jetzt. Ja, aber wenn du dich hier verbaust, ist es blöd. Gut. So, das ist das, was in die City rausgeht. Und jetzt werden wir, der Plan ist jetzt quasi der, das ist jetzt so ein schöner Produktionsring. Jetzt gehen wir mit den ganzen Dingern hier vorne an dem Tunnel raus und in die Stadt rein. Dieser ganze Unsinn hier unten, auch dieser Unsinn hier unten, also die alte Wasseraufbereitung, das wird komplett gekappt werden. Aber erst, wenn wir die neue nur noch anschließen müssen. Und da reicht es halt momentan einfach noch nicht aus. So. So, was haben wir jetzt hier? Hier sind die ganzen, die, ich meine, die Brunnen brauchen wir nicht kappen, das ist schon klar, ne? Okay. Das sind die Teile, das ist okay. Da müssen wir dann schauen, wie wir die Leute hinbekommen. Gut, dann haben wir den einen Wasserbrunnen schon mal angeschlossen. Die anderen beiden haben wir hier oben. Hatten wir nicht noch irgendwo hier oben? Hatten wir doch auch noch welche gebaut. Ja, hier. So, die Wasserbrunnen haben jetzt zwar quasi auch kein, noch gar nichts, ne? Wenn wir jetzt einen Wasserbrunnen haben, der noch gar nichts kann, dann könnten wir den hier oben reingehen lassen.